Stephen King schrieb einmal, Albträume existieren außerhalb der Logik. Es bringt wenig, sie erklären zu wollen. Sie sind die Antithese der Poesie der Angst. In Horrorgeschichten fragt das Opfer ständig nach dem Warum, aber es gibt keine Antwort und es sollte auch keine geben. Das ungelöste Geheimnis verfolgt uns am längsten und ist das, woran wir uns schließlich erinnern. Mit diesen Worten eines der meiner Meinung nach besten Schriftsteller unserer Zeit beginnt eines der meiner Meinung nach besten Spiele ever, Alan Wake. Und damit herzlich willkommen zu Halloween Tag 2. Einen wunderschönen, meine Lieben, und willkommen zu Tag 2 meiner Halloween, in der ich euch meine liebsten Horror-Games präsentiere. Und Alan Wake ist nicht nur eins meiner Lieblings-Horror-Games, sondern eins meiner liebsten Spiele überhaupt. Deshalb war es auch in dem Video meine 10 Lieblings-Games. Ja, was ist denn Alan Wake? Alan Wake ist ein 2010 für die Xbox 360 erschienener Exklusivtitel aus dem Hause Remedy. Remedy kennt man vor allem für die Erschaffung von Max Payne, aber auch Spiele wie Quantum Break oder noch viel besser Control. Also Control ist nicht besser als Max Payne. Max Payne ist ein absolutes Masterpiece. Alan Wake war bei seiner Erscheinung ziemlich erfolgreich sogar, obwohl es eigentlich unter einem recht schlechten Stern stand. Es wurde nämlich bereits 2005 von Microsoft angekündigt. Damals wurde uns noch ein PC-Open-World-Spiel versprochen mit der fortschrittlichsten Grafik, die man sich vorstellen kann. Das erste Spiel, was 4-Kern-CPUs nutzt mit DirectX 10 und weiß der Teufel. Die Leute waren gehypt und dann wurde ein Vertrag mit Remedy abgeschlossen über einen Exklusivtitel für die Xbox 360. Klar, war im ersten Moment ein Schlag ins Gesicht, hat Alan Wake meines Erachtens nach aber nur gut getan. Warum hat es Alan Wake gut getan? Ja gut, nee, dass die Grafik jetzt nicht so toll war wie versprochen, das hat Alan Wake nicht gut getan, aber dass es kein Open-World-Titel war, war definitiv die richtige Entscheidung vom House of Remedy. Aber kommen wir erst einmal kurz zur Geschichte. Und zwar geht es in dieser Geschichte um, wie könnte es anders sein, Alan Wake. Ein Thriller-Autor, der seit längerer Zeit unter Schlafstörungen und Albträumen leidet und dadurch wahrscheinlich auch eine Schreibblockade hat. Er entschließt sich also mit seiner Frau Alice in das kleine Dörfchen Bright Falls zu fahren, um dort ein wenig Urlaub zu machen. Die Seele baumeln lassen, wieder ein bisschen runterkommen, zu entspannen, an ihrer Ehe und seiner Arbeit zu arbeiten und dann wieder frisch aufgetankt weiterschreiben zu können. Das Spiel startet zum einen mit den Worten, die ich am Anfang gesagt habe, zum anderen damit, dass wir uns auf einer Fähre befinden, auf dem Weg nach Bright Falls. Dort angekommen müssen wir erst einmal in die Cafeteria und uns dort bei einer sehr mysteriös aussehenden Frau den Schlüssel für unser Ferienhaus holen. Gesagt, getan, begeben wir uns zu einem wunderschönen kleinen See, in dessen Mitte eine kleine Insel mit unserem Ferienhäuschen steht. Dort angekommen fällt der Urlaub aber leider im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser. Denn beim Betreten des Hauses entdeckt Alan Wake eine Schreibmaschine, die seine Frau dort platziert hat und der Hiobsbotschaft, dass sie mit einem Psychologen vor Ort gesprochen hat. Es ist also nicht nur ein Urlaub, um runterzukommen und wieder zueinander zu finden, sondern in Wirklichkeit hat sie geplant, dass er sich psychologisch beraten lässt und weiter an sein Buch schreibt. Alan ist ziemlich angefressen aufgrund der Aktion seiner Frau, stürmt aus dem Haus, rennt raus auf so einen Bootssteg, bricht dort zusammen und wir sehen im Hintergrund nur noch, wie der Generator ausfällt und das Licht ausgeht. Seine Frau schreit daraufhin wie am Spieß, denn die hat genauso wie Alan Wake früher Angst im Dunkeln. Also rennen wir wieder zurück ins Haus, nur um festzustellen, dass die Schreie verstummt sind. Er sucht nach seiner Frau, rennt durchs Haus, rennt ums Haus und sieht dann nur noch am See so schemenhaft eine Gestalt im Wasser versinken und springt natürlich hinterher. Das Bild wird schwarz und wir wachen kopfüber in einem Auto auf. Wir hatten anscheinend einen ziemlich krassen Verkehrsunfall. Wir sind allein, unsere Frau ist nicht da und begeben uns erst einmal auf die Suche nach einem Telefon. Hier beginnt nun schon die erste Action und zwar gehen komische Menschen, die von irgendwas besessen scheinen, auf uns los. Wir wehren uns, flüchten und finden, und das ist noch ein bisschen krasser, Manuskriptseiten eines Buches von Alan Wake, das er noch gar nicht geschrieben hat. Alan ist natürlich sichtlich verwirrt, aber die Suche nach seiner Frau treibt ihn weiter voran und so finden wir nach einiger Zeit eine Tankstelle, rufen die Polizei, die auch kurze Zeit später eintrifft. Wir erzählen ihr die ganze Geschichte und dann kommt der erste Hammer. Die Polizistin berichtet uns, dass das, was wir erzählen, so nicht passiert sein kann, denn diese kleine Insel und das Haus darauf ist vor Jahrzehnten schon nach einem Erdbeben versunken. Sie fährt uns dann sogar zu diesem kleinen See, damit wir uns selbst davon überzeugen können und ja, keine Insel, kein Haus. Recht viel mehr möchte ich euch zur Story jetzt nicht erzählen, das sind wirklich so die ersten 10 Minuten. Wie gesagt, das Spiel ist momentan remastered, gerade erst rausgekommen, also ich bitte euch, spielt das Spiel, erlebt die Story selbst, weil das ist die ganz, ganz große Stärke von Alan Wake. Remedy hat hier nämlich etwas wirklich Cooles gemacht und zwar haben die das Spiel in Episoden aufgeteilt. Also wir spielen verschiedene
Folgen einer Serie quasi. Und das haben sie sogar so weit getrieben, dass am Ende jeder Folge eine Rückblende kommt, wo wir nochmal sehen, was bisher geschah. Die haben das wirklich richtig, richtig cool aufgezogen. Das Ganze erinnert extrem stark an Twin Peaks, eine Serie aus den frühen 90ern. So eine Mystery-Serie, die kann ich euch auch ans Herz legen, solltet ihr mal anschauen. Also generell, das ganze Spiel ist extrem an Twin Peaks angelehnt, aber mit sehr vielen Nuancen von Stephen King. Fast so, als hätte Stephen King und Twin Peaks ein Kind geboren. Das Coole ist hier aber, kennt ihr diese Leute, die sagen, oh, das Buch war viel besser als der Film? So einer bin ich. Und ich stehe dazu, weil ein Buch einfach im Normalfall viel länger ist als der Film und viel mehr Infos hat als der Film. Aber auch, weil ein Buch zu lesen viel intensiver ist, als einen Film zu schauen. Ja, wenn man einen Film schaut, da guckt man hier mal aufs Handy, dann redet man mal kurz. Ah, jetzt mache ich kurz Pause, ich muss auf Toilette. Ein Buch zu lesen, du musst etwas dafür tun, um die Story zu erfahren. Und das hast du bei einem Film halt nicht. Ein Film läuft so dahin. Und noch intensiver ist es, ein Spiel zu spielen. Also Alan Wake ist ein Stephen King Roman in Spielform und man ist da einfach so dermaßen drin in dieser ganzen Geschichte, in dieser wahnsinnig guten Geschichte, die von Remedy halt echt perfekt umgesetzt wurde mit eben diesem Episodenformat. Leider, und das muss man ganz ehrlich sagen, hat Alan Wake sonst nicht so viel zu bieten. Ja, es die anfänglich versprochene Grafikpracht, die haben wir definitiv nicht bekommen. Das Spiel hat tatsächlich eine Auflösung von 960 x 540 Pixel. Also wir haben nicht einmal HD in dem Spiel. Allerdings ist das nicht schlimm, weil das ganze Spiel mit so einem gaußschen Weichzeichner überzogen ist, der halt so träumerisch wirken soll oder einen Albtraum andeutet. Von dem her ist die Grafik jetzt nicht schlecht. Was wir haben, ist volumetrischen Nebel, der wirklich bombastisch in Szene gesetzt wurde und es wird extrem viel mit Licht gearbeitet. Beim Kämpfen ist es nämlich so, dass diese besessenen Menschen, die irgendwie von einer Art Dunkelheit befallen sind, nur von der Taschenlampe geschwächt werden können. Also wir schwächen sie quasi und dann, wenn wir einen bestimmten Punkt erreicht haben, können wir sie mit dem Revolver, Schrotflinte oder sonstigen Waffen, die wir im Verlauf des Spiels finden, töten. Und dieses Spiel aus Nebel und Licht und generell das ganze Setting in den Wäldern haben sie extrem gut umgesetzt. Also wie gesagt, das Spiel erschien 2010, da war es jetzt grafisch keine Wucht, aber darum ging es bei dem Spiel auch nicht und es sah nicht schlecht aus, also absolut nicht. Das sonstige Spiel besteht einfach nur daraus, dass wir die Story weiter aufdecken, was wir tun, indem wir bestimmte Orte besuchen und Hinweisen nachgehen. Das Kämpfen ist eher so eine nebensächliche Sache. Was halt auch interessant ist, wir spielen einen Schriftsteller und keinen Navy Seal. Ja, also wir sind absolut kampfunerprobt. Da ist nichts mit Abrollen und Hechten und Nahkampfeinlagen. Ja, wir haben unsere Taschenlampe und unseren Revolver. Das Einzige, was wir noch tun können, ist so zur Seite ausweichen. Wenn wir das im richtigen Moment machen, dann haben wir quasi so eine kleine Slow Motion und können zum Konter ansetzen. Aber das ist auch völlig in Ordnung, weil Alan Wake kein Action-Adventure sein will. Es will kein Shooter sein. Es will eine Serie sein, in die wir einfach extrem eintauchen können, weil wir sie spielen. Um das Ganze noch intensiver zu gestalten, hat sich Remedy einiges einfallen lassen. Zum Beispiel gab es schon Wochen bevor das Spiel released wurde, eine Serie auf YouTube mit dem Namen Bright Falls, also so wie das Örtchen, in dem das Ganze spielt. Und zwar geht es in dieser Serie um einen Journalisten mit dem Namen Jack Fisher, der aus Recherchezwecken nach Bright Falls reisen muss und dort allerhand mysteriöse Sachen entdeckt. Ähnlich wie Alan Wake. Die ganze Sache spielt aber noch vor Alan Wake, ist also quasi eine Art Prequel. Wir haben aber nicht nur ein Prequel zu dem Spiel, wir haben auch ein Sequel und zwar in Form dieser Limited Edition, auf die ich sehr stolz bin. Ich bin sehr froh, die zu haben. Das ist dieser Klöpper hier und da haben wir neben dem Spiel auch noch den Soundtrack zum Spiel. Was aber noch viel cooler ist, wir haben das Buch, die Akte Alan Wake. Und diese Akte wurde von Clay Stewart erstellt. Ein Mann, der nach den Geschehnissen in Alan Wake nach Bright Falls gereist ist und dort der Sache auf den Grund gegangen ist. Was denn da dort passiert ist und vor allem, was mit Alan Wake passiert ist. Das Buch ist wirklich richtig cool. Wir haben hier verschiedene Notizen, welche Orte das es gibt, über die verschiedenen Persönlichkeiten. Wir haben hier ein Tagebuchseiten. Ja, hier haben wir jetzt Tag 1, da unten mit so einem kleinen Kaffeefleck und so. Finde ich total cool. Und da wird eben so aufgeschrieben, was er unter Wasser alles entdeckt hat. In diesem Buch geht es auch um einen gewissen Agent Nightingale. Darauf möchte ich jetzt aber gar nicht groß eingehen, weil das würde zu viel von der Story verraten. Nichtsdestotrotz, mit der Serie auf YouTube, Bright Falls, mit dem eigentlichen Hauptspiel, Alan Wake, und mit dieser
Sequel-Geschichte, die Akte Alan Wake, dieses Gesamtkonzept ist wirklich eine bombastische Story, die mega verkauft wurde. Ja, also wir hatten eine YouTube-Serie, wir hatten ein Spiel, wir haben ein Buch. Das alles zusammen lässt uns so immersiv in diese ganze Geschichte eintauchen. Das kann halt ein Film einfach nicht schaffen. Kommen wir jetzt mal zum Fazit. Also das Positive habe ich jetzt wirklich oft genug hervorgehoben. Es ist einfach die Story. Die hat Plot-Twists ohne Ende. Ihr habt jede Menge Mindfuck-Situationen. Ihr werdet sehr oft da sitzen und sagen, was? Und ihr werdet an euch selbst zweifeln. Ich meine, ihr wart ja dabei. Ihr habt gesehen, was passiert ist. Aber ist das denn wirklich alles passiert? Waren es irgendwelche Albträume? Waren es Halluzinationen? Ihr werdet wirklich bis zum Schluss nicht checken, was da passiert ist. Hinzu kommt noch die Atmosphäre. Dieser volumetrische Nebel mit dem Licht, die Wälder von Bright Falls. Generell Bright Falls ist extrem liebevoll gestaltet. Es ist einfach ein sehr, sehr stimmiges Setting, was den Horror nochmal extrem hervorhebt. Es ist aber nicht alles Gold, was glänzt, und somit hat Alan Wake auch diverse Nachteile. Einer der größten ist einfach die nicht unbedingt die Grafik. Also wie gesagt, es sieht gut aus, das Spiel. Und es ist auch nicht wichtig, dass es jetzt Ultimate 4K-Texturen hat. Also, aber andere Sachen stören. Zum Beispiel die Animationen der verschiedenen Charaktere sind nicht so der Brenner. Es ist alles recht steif und kaum bewegt, sehr unnatürlich. Hinzu kommt auch, dass die deutsche Synchronisation ziemlich reingeschissen hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da wird oft schon geredet, da hat der Protagonist den Mund noch gar nicht offen. Am besten in Englisch spielen, wenn es nötig ist, haut einen deutschen Untertitel rein oder so, aber deutsch synchronisiert, das ist nicht gut gelaufen. Dann haben wir wahnsinnig wenig Abwechslung im Gameplay. Ja? Also das Kampfverhalten bleibt von Anfang bis Ende gleich und macht nicht viel Spaß. Es ist jetzt auch nicht nervig, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, schon wieder Gegner, aber es ist monoton und irgendwann ist es einfach nur noch, ja, jetzt muss ich den schnell töten, Hauptsache die Story geht weiter. Generell hat man jetzt vom Gameplay her nicht viel Abwechslung. Wir haben hier und da mal irgendwelche Halluzinationen, wir können eben diese Manuskriptseiten sammeln über unser Buch, das wir noch gar nicht geschrieben haben. Daraus besteht das Spiel. Also wir haben, ich sag schon Buch. Es ist nicht so, dass wir irgendwie was sammeln können, dass wir sagen, da machen wir Fotos. Aber auch das würde die Immersion wieder stören. Ganz ehrlich, wir sind auf der Suche nach unserer Frau. Wir haben keine Zeit, da jetzt irgendwelche Bilder zu knipsen oder Schallplatten zu sammeln oder sonst irgendwas. Da wurde extrem groß Wert drauf gelegt und das finde ich auch völlig in Ordnung. Und recht viel mehr Negatives habe ich nicht. Also wir haben auf der positiven Seite eine einfach nur bombastische Story. Wir haben ein Stephen King Buch, einen Stephen King Film, in dem wir in eine Art und Weise eintauchen können, wie es bis dato nie ging und auch seitdem meines Erachtens nach nicht mehr möglich war. Auf der anderen Seite haben wir ein eher träges, nicht besonders actionreiches Gameplay. Muss jeder für sich selber wissen, also wer hier einen Hardcore-Action-Baller-Handgranaten-Ego-Shooter sucht, der ist da definitiv an der falschen Stelle. Wer genauso wie ich einfach maximalen Wert auf die beste Story legt, die es gibt, der sollte sich Alan Wake unbedingt anschauen. Wie gesagt, jetzt momentan digital remastered, einen besseren Zeitpunkt werdet ihr nicht finden, um dieses Spiel nachzuholen. Mit dabei sind auch alle DLCs, also wie gesagt, ich hab's noch nicht, aber es steht auf jeden Fall auf meiner Agenda, ich werde es noch spielen. Falls ihr Alan Wake gespielt habt, dann bitte, wie immer, schreibt mir unten in die Kommentare, sagt mir eure Meinung, lasst uns ein bisschen über das Game quatschen. Ich finde das immer ganz interessant, wie ihr das fandet. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen hier, ihr wisst Bescheid. Und falls ihr mich weiterhin supporten wollt und mein morgiges Video, wo ich euch das nächste Horrorspiel vorstellen werde, nicht verpassen wollt, dann könnt ihr den Kanal auch gerne abonnieren. Ich danke euch allen für euren Mega-Support. Bis zum nächsten Mal.